Wir haben euch was ganz Neues aus den USA mitgebracht. Und zwar sind das Klebenägel, aber nicht irgendwelche Klebenägel, sondern die Hollywood-Stars sind schon Fans, habe ich gehört. Ja, also J.Lo benutzt das schon und auch ganz viele andere Hollywood-Stars kleben sich nur noch die Pop-An-Nägel auf. Was ist denn das Besondere an diesen Nägeln? Hier sieht man auch, das ist dieses wahnsinnig holographische auch schon. Genau, hier haben wir die Holographics dran, hier haben wir das Matt dran. Und das Gute daran ist, dass man es zu Hause selber machen kann. Man klebt sich das in 10 Minuten auf und es hält bis zu 18 Tage. Und die Nägel sind alle wiederverwendbar. Na, das, man kann sie das heißt, alle wiederverwenden. Wenn sie abfallen, kann man sie wieder hinkleben? Viermal noch wiederverwenden. Und es kann bis zu 6 Wochen hat man sozusagen die Gel-Maniküre zu Hause. Wir haben praktisch auch das Problem ersetzt des Nachwachsens der Gelnägel, der dicken Gelschicht, die ja auch immer nicht schön aussah, haben wir jetzt ersetzt, indem wir die Kunstnägel einfach an die eigene Nagelstatik angepasst haben. Und sie sind so hauchdünn, die ist eigentlich gar nicht zu unterscheiden vom Naturnagel. Also man denkt auch mit dem Matten, also man würde hier jetzt nicht drauf kommen, dass es ein Kunstnagel ist. Dann habe ich mir in 5 Minuten die Maniküre gemacht. Also es ist nicht so wie diese dicken, wie man früher in der Drogerie gekauft hat, wo man sofort irgendwie so ein bisschen... Genau, wir haben das Problem komplett ersetzt. Hier ist auch, das Gute ist, man kann hier selber entscheiden, wie lange man sie tragen will. Ob man sie nur für den Abend, für 3 Tage oder bis zu 18 Tage. Aber wie bekommt man sie denn dann wieder runter? Da haben wir die, es ist alles zu Hause auch sehr gut erklärt an unseren Videos. Und zwar kann man nach dem Duschen oder nach dem Baden einfach mit unserem Rosenholzstab einmal an den Seiten entlang gehen und die ploppen von alleine auf. Und das geht ganz einfach. Ist es dann hängt es mit der Wärme zusammen oder mit dem? Genau, so nach dem Duschen ist es ein bisschen einfacher, weil das alles ein bisschen aufgeweicht ist. Wir empfehlen das aber, wenn man die Dauer selber bestimmt bis zu 18 Tage tragen will, dann ab 6 Tagen frühestens kann man sie runternehmen. Und ich weiß, dass die Frage kommen wird, wie viel kostet es denn? Ja, das Set kostet 13,90 Euro. Es hat alles mit drin. Es ist eine Nagelfeile, der Kleber, Rosenholzstab, die Anleitung ist mit drin. Und wie gesagt, 13,90 Euro, man kann sie wiederverwenden. Die Gelmaniküre im Salon wäre bis zu 40 Euro. Also bei dem Modell dann auch schon fast 50 Euro. Und es gibt diese tollen Holographic Nails hier. Und dann haben wir da drüben, die Kamerafrau mal rüberschwenkt danach, auch noch Rot und Natur. Und ihr habt da ein bisschen Auswahl. Wie viele Farben gibt es denn insgesamt? Wir haben bis zu 20 Farben, verschiedene Modelle. Man kann sie kürzen, schneiden oder umlackieren. Also wenn man ein Modell hat, das man jetzt länger getragen hat zu Hause und dann auf einmal rote Nägel haben möchte, kann man sich die einfach rot lackieren. Das ist wahnsinnig praktisch. Man kann sich die auch ganz einfach mit der Schere kurz schneiden. Und feilst du die jetzt dann auch noch ein Stück runter bei ihr? Ja. So lang? Ach so. Lang magst du die eigentlich. Aber sonst würdest du einfach hier, so wie du, das so zufallen? Und würde sie mir einfach so schneiden. Da muss, und dann nur noch einmal nachfallen. Es ist ganz einfach. Wir haben es auch einfach, also wir haben das auch so ganz leicht gemacht, alles, dass jeder sieht, man kann es zu Hause machen. Es ist für jeden geeignet. Es ersetzt quasi die Salonmaniküre, die man hat. Und was ist jetzt, wenn die, weil bei ihr passen die perfekt auf den Nagel drauf. Sie hat ja wunderschön. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Stück breitere Nägel. Habt ihr da unterschiedliche Größen? Wir haben 24 Größen drin. Es ist für jeden etwas mit dabei. Und wir haben ihn auch so angepasst, dass man ihn auch, wenn der eine Nagel zum Beispiel zu dick, der Kunstnagel zu dick ist, dass man ihn auch schmaler feilen kann. Angepasst an den eigenen Nagel. Das heißt, man nimmt einfach die Feile und feilt es runter und dann... Weich geht das runter, das ist ganz easy. Und trotz allem ist er, wenn man dann den Kleber draufgeklebt hat, wird er so hart und fest, dass er nicht abgeht. Ne? Du machst einfach einen Klecks Kleber da drauf? Genau, und jetzt mache ich hier noch auf den Kunstnagel hinten einen Klecks drauf, weil sie möchte die auch etwas länger tragen. Wenn sie die nur 1 bis 3 Tage tragen möchte, dann würde diese Menge Kleber reichen. Okay. Und dann würden wir hier ansetzen, ran, 10 Sekunden halten und fertig. Das ist so einfach. Das ist kann faszinierend. Jeder machen. Ja, das ist Wahnsinn. So easy und fertig. Und dann könnte sie die jetzt schneiden, lackieren. Alles. Umformen. Wahnsinn. Das ist so einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen soll. Doch, ich weiß, was ich fragen soll. Wo findet man euch? Man findet uns online unter nailed.de und ja. Dann ist wieder so einfach ist es. Okay, jetzt kriegst du noch den letzten Nagel auf. Ist ein bisschen zu viel Kleber. Hier würde man dann einfach den Kleber rausziehen. Wir haben an alle gedacht. So. Und ihr habt jetzt holographisch, dann habt ihr diese Matt-Geschichten. Dann haben wir Matt, das ist jetzt der Renner hier. Dann haben wir das gleiche
nochmal in Spitz. Und man darf sich halt nicht denken, oh nein, so würde das in Spitz aussehen. Man kann sich die Spitze einfach abschneiden und es ist eckig. Also man, die sind anpassbar, ne? Einfach abschneiden die Spitze und dann hat man diese Form. Und es ist eine Doppellackierung drauf, das heißt, wenn man sich die umlackiert in einem anderen Ton und das mit Nagelentferner wegmacht, passiert nichts, ne? Der bleibt genauso wie er. Also kann man jetzt, wenn sie sagt, ich brauche jetzt aber kurz für mein Abendkleid morgen rot drüber, wieder ab? Passiert nichts, genau. Ich finde keine Nachteile an diesen Nägeln, das irritiert mich gerade. Ich habe alle Nachteile, die es bis jetzt gab, die ich als Mutter auch und als Geschäftsfrau hatte, habe ich jetzt alle irgendwie versucht, das Problem zu beheben. Ne? Als Mama war es schwierig, ein Nagelstudio zu finden, das Kind mitzunehmen. Ich habe keinen Termin mehr gefunden zum Nachfüllen. Es war dick. Und wenn ich ein Event hatte, wusste ich gar nicht, was ich ganz schnell machen kann. Und Lackieren hat bei mir nicht gehalten, wobei es ja mittlerweile sehr gute Varianten von Nagellacken gibt. Und das hat einfach all meine Probleme gelöst. Ne? Und das Gute ist, dass es günstig ist und schnell geht. Und ich wollte gerade sagen, 13 Euro kostet nur das Set. Da kann man wirklich überhaupt nicht sagen, so viel kostet ein teurer Nagellack auch. Ja, genau. Und jeder kann es versuchen zu Hause. Das schafft jeder. Ja. Als Weihnachtsgeschenk für die beste Freundin bestimmt auch wunderbar. Wir sind jetzt schon, das Weihnachtsgeschäft ist gerade bei uns der Renner, gerade online. Wunderbar. Zeig du nochmal ganz schön für die Kamera diese wunderschönen holographischen Nägel, kann man wirklich sagen. Sieht wunderschön aus und die matten Versionen. Ja. Dann danke, dass du Zeit für uns hattest und dann hoffen wir mal, dass das ganz, ganz lange so wunderschön bleibt, wie es jetzt ist. Tschüss! Tschüss.